Also eins verstehe ich nicht. Immer wenn der Oberrat mich auf einen Sondereinsatz schickt, erwische ich trotzdem den ruhigsten Job. Es ist mal wieder absolut nichts los heute. In Parks wie diesen sollen sich aber häufig kriminelle Vorfälle ereignen. Ich finde, das wirkt alles unheimlich friedlich hier. Wäre es denkbar, dass die dunklen Elemente aus Furcht vor dir diesen Ort heute meiden? Natürlich. Aber ich muss auch trotzdem einen Bericht schreiben, in dem was drinsteht. Ich werde jetzt mal ein paar Kontrollen vornehmen. Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Sie heißen also Carla Maria Fuchs und wohnen in der Wedekindstraße? Ja. Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Und lassen Sie sich mal ein neues Foto in Ihren Ausweis machen. Sie sehen doch inzwischen schon viel jünger aus. Ja, auf dem Foto, da war ich schon ein ganzes Stück älter. Danke. Und seien Sie doch nicht so nervös. Solange ich bei Ihnen bin, kann Ihnen doch gar nichts passieren, junger Mann. Oh, Ihre Tasche, bitte. Travanische Schrift. Zieh ihn an der Nase, das setzt jeden anderen außer Betrieb. Au! Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, ich gebe alles zu. Was ist das hier? Ich sage ja, ich gebe alles zu. Ich habe die Tasche geklaut. Du bist ein Androide! Gib's zu! Das würde ich ja gern tun, aber so viel ich weiß, bin ich nur ein Kleptomane. Kannst du das beweisen? Ja, na klar. Das Zeug schmeiß ich immer weg. Wenn nur auf die Tasche scharf. Und wo hast du diese Tasche her? Die habe ich eben so nach vorn abgenommen. Ah ja, dann mach, dass du wegkommst, ne? Sie können mich doch nicht einfach laufen lassen. Oh, das habe ich auch nicht vor. Du musst dich der Festnahme schon durch die Flucht entziehen. Aha. Na los, kss. Halt. Hier, nimm die Tasche mit. Was soll ich denn mit dem Ding? Das ist ja schon fast zu einfach. Wir haben ein Foto von der Androidin und ihre Adresse auch noch. Das schafft ja ein Agent im ersten Lehrjahr. Willst du zu mir? Wohnen Sie hier? Ja. Wissen Sie, wir sammeln nämlich für unsere Schule. Und unsere Lehrer, die wünschen sich eine Hollywood-Schaukel. Oh ja, das ist verständlich. Na ja, dann komm mal rein. Ich schreib dir einen Scheck aus. So ganz alleine mit Ihnen? Ich weiß nicht. Hör mal, so ein großes Mädchen wie du hat doch keine Angst mehr vor der Polizei. Komm. Setzen wir doch hier ab. Ja, gern, Schwester. Ihre Brotzeit, meine Herren. Brotzeit. Übernehmen Sie bitte die Nikotinverteilung. Gern, Schwester Gunhild. Herr Sperling hat das Lazarett ins Leben gerufen. Mhm. Er kennt nichts anderes, als anderen selbstlos zu dienen. Speziell Verletzten. Herr Sperling ist eine seltene Erscheinung in unserer Epoche des Materialismus und des hemmungslosen Egoismus. Ja, danke, Schwester. Oh, die ist ja aus Plastik. Obst ist ja auch ungesund. Ach ja, richtig. Ja, Gunhildchen, ich meine Schwester Gunhild. Und wie kommen Sie hierher? Ich war bis vor kurzem Cheftexterin in einer Werbeagentur. Zum Wohl. Danke. Bis ich ihm begegnete. Ich stieg aus, ließ Wohlstand, Image, Lüge, all den Tanz um das goldene Kalb hinter mir und folgte ihm nach. Hier nun verwirkliche ich mich. Ihr hört es in Cognac. Verstehen Sie? Oh ja, sehr gut, Schwester, sehr gut. So? Tja, und wie ist es mit Ihnen? Danke, Schwester. Eine Zigarre? Oh, danke, ich bin nicht Raucher. Sie sind nicht Raucher? Ja. Das kann doch jedem passieren. Das ist doch nicht Ihre Schuld. Schön. Und wo kommen die ganzen Patienten her? Die macht der Sperling in der Stadt ausfindig. Ihre Nulldiät, meine Herren. Danke. Ja, irgendwie. Mit seinem untrüglichen Auge auch für die kleinsten Verletzungen. Und wenn Sie erst einmal eingesehen haben, wie gut Sie bei uns aufgehoben sind, und ganz ohne Krankenschein und Arzthonorar, dann bleiben Sie auch liebend gern bei uns. Oh, und hier, damit es besser rutscht, meine Herren. Okay. Zusätzlich helfen wir mit ein paar beruhigenden, bunten Bonbons ein bisschen nach. Sie bekommen nachher auch so ein buntes Happy Happy. Oh, schön. Jetzt kriegen Sie erst einmal ein Bettchen. Ein blütenweißes, kuscheliges Haierbettchen. Und dann? Abwarten. Maja. Ja. Maja. Das ist ja schon gut. Sag mal, sind diese Patienten auch wirklich die Vermissten? Mit einem Wahrscheinlichkeitskoeffizienten von Wurzel aus 6,1, ja.
Na wunderbar. Oh. Da habe ich doch schon die Hälfte meiner Aufgabe erfüllt. Jetzt brauchen wir nur noch auf den Anruf zu warten. Wirklich nur auf ihn? Wieso? Was meinst du denn? Ins Bettchen! Ja, ja, den Seinen gibt's der Herr im Bettchen. Ja. Hallo, Herr Nägelein. Warten Sie doch bitte hier. Ja, was denn? Im absoluten Halteverbot? Ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden. Na schön. Auf Ihre Verantwortung. Kommen Sie, ja? Ah, so rum. Stopp. Wunderbar. Sehen Sie, Herr Nägelein, warum denn nicht gleich so? Ja, so steht er gut. So, und jetzt schreibe ich Ihnen ein Strafmandat aus. In Ordnung? Wissen Sie, was ich Ihnen jetzt sagen würde, wenn Sie nicht Beamter wären? Oh ja, sicher doch, Herr Nägelein. Na, dann kann ich mir das ja ersparen. So, mach 20 Mark, Herr Nägelein, bitte. Dankeschön, richtige Bequittung. Ach, Herr Nägelein, Sie haben mir wirklich einen großen Gefallen getan, glauben Sie mir. Ihre Unkosten erstatte ich Ihnen natürlich. Ist auch das Mindeste, was Sie erwarten dürfen, nicht wahr? Hier, nehmen Sie, ist echt. Aber das Ding fahren Sie jetzt mal schnell aus dem Halteverbot, bevor womöglich noch ein Kollege von mir kommt und Sie Schere reinkriegen. Na, Gott sei Dank. Vorsicht, Gefahr von rechts. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ich habe wirklich gebremst, aber der Wagen... Ich glaube, es liegt an der Kupplung. Ich habe sie vor kurzem reparieren lassen und seitdem... Da funktioniert alles irgendwie anders. Na, na, das werden wir gleich haben. Verstehen Sie denn was von Autos? Nein, aber von Frauen. Wo haben Sie denn das Wägelchen reparieren lassen? In Omas Workshop. In Omas Workshop? Ja, meinen Sie, es kann an sowas liegen? Ein Auto ist etwas sehr Sensibles. Normalerweise müsste das Wägelchen nämlich prima laufen. Oder haben Sie etwa vergessen, die Kurbelwellenbeleuchtung einzuschalten? Da bin ich jetzt nicht sicher. Sehen Sie, daran wird's liegen. Steigen Sie mal schon ein. Das haben wir im Handumdrehen. Haben Sie es gefunden? Wie ich vermutet hatte. Die Kurbelwellenbeleuchtung. Starten Sie mal, ja? Mach dich dünn, aber schnell. Entschuldigung, Herr Pfarrer. Es tut mir furchtbar leid, aber ich weiß auch nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Meier, Sie brauchen gar nichts zu erklären. Sie haben verpennt. Ja. Das ist klar. Ja. Meier, mir liegen Leute mit solch einer Dienstauffassung, wie Sie sie haben. Darf ich Ihnen eine Zigarre verpassen? Oh ja, danke, gern, Herr Oberrat. Bitte? Obgleich, wenn ich ehrlich sein soll... Naja, es sind keine besonders guten Importe. Ich habe sie neulich bei der Abschiedsfeier bei Kaminski abgestaubt. Etwas Besseres war leider nicht da. Sagen Sie mal, Meier, was war eigentlich mit diesem wild gewordenen Kleinwagen los? Da waren Sie doch auch wieder zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Ich kann es kaum leugnen, Herr Oberrat. Okay, dann schreiben Sie bitte einen plausiblen Bericht über die Geschichte. Ich hege übrigens den sicher nicht ganz unbegründeten Verdacht, Herr Oberrat, dass eine gewisse Reparaturfirma Omas Workshop für diesen verkehrswidrigen Zwischenfall verantwortlich sein könnte. Meier, da liegen Sie wieder mal goldrichtig. Es wird höchste Zeit, dass wir uns um diese Leute kümmern. Es sind schon mehrere Anzeigen eingegangen. Herr Oberrat, oh... Meier, Sie überraschen mich immer wieder von Neuem. Danke, Herr Oberrat, das ist meine Stärke. Ich sehe. Nein, das esse ich ganz alleine. Übrigens, Herr Oberrat, soll ich Ihnen die geplante Operation mal in kurzen Zügen erläutern? Nein, nicht nötig. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Herr Oberrat,
Und vergessen Sie nicht, mir Bescheid zu geben, wenn der Fall gelöst ist. Leute wie Sie und mich kann niemand aufhalten. Als Polizeibeamter ist er qualifiziert, das sei unbestritten. Aber menschlich, also, so, ich meine, als Nachbar und wieder. Ja, ist ja schon recht. Jetzt lassen Sie mich mal mit ihm sprechen. Sehen Sie, der wird im Dienst sein, wie es sich gehört. Da ist er ja. Oh, Herr Oberrat. Ja. Das freut mich aber. Ah. Guten Tag, Herr Oberrat. Tag, Meier. Kommen Sie doch herein. Ja, nicht übel, Meier. Ihr Junggesellen habt's doch gut. Sturmfreie Bude. Womit wir übrigens gleich beim Thema wären. Oh, Entschuldigung. Mir sind da Dinge zu Ohren gekommen, die ein klärendes Gespräch machen. Naja, es macht nichts, Herr Oberrat. Mhm. So ist das Leben. Es besteht und es vergeht. In jedem Ende ist wieder ein neuer Anfang. So auch hier. Aber Maja, zu viel Gerede um ein bisschen Plastik. Was heißt hier Plastik? Das ist ein Symbol des Lebens, das im Auf und Ab die Welle des Lebens verkörpert. Aber Maja, was ist denn mit Ihnen? Was fragen Sie mich, Herr Oberrat? Ich habe etwas begriffen, verstehen Sie? Ich lasse mir mein Leben nicht mehr aus der Hand nehmen. Von wem haben Sie denn diesen Unsinn? Von dieser obskuren Glücksfee etwa? Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Ich jedenfalls vergeude meine Energien nicht mehr. Ach, Maja, Sie machen mir Sorgen, aber wir werden das schon wieder hinkriegen. Ich werde diese Schwindlerin persönlich aus dem Verkehr ziehen. Sie machen jetzt Urlaub und erholen sich erst mal ein bisschen. Und das mit Ihrem Nachbarn kriegen wir auch wieder hin. Moment! Sie können leider doch nicht einfach verhaften. Sie tut doch keinem etwas. Im Gegenteil, sie macht doch alle nur glücklich. Brauchen sich nicht weiter bemühen. Herr Meier ist nicht zu Hause. Er wurde nämlich verhaftet. Was Sie nicht sagen, Herr Nägelein. Das bist ja wieder du. Ja, was ist denn, Schätzchen? Los. Du sollst doch mich loslassen, verdammt nochmal. Ganz schön Temperament, ich geh nicht mit dir. Zeig so, dir erstmal meine Sonnenbank und dann sehen wir weiter. Die widerwärtige Scheusal! Ich habe da eine Barauszahlung für Sie. Vorausgesetzt, Sie sind der Paul Nägelein. Natürlich bin ich das. Wie viel ist es denn? Ja, legen Sie mir einen Ausweis vor, dann sage ich Sie. Aber machen Sie schnell. Wieso denn so eilig? Weil ab 11 Uhr gestreikt wird. Streikt? Warum denn? Ja, weil wir es satt haben, ständig bei der Ausübung unserer Pflicht von Kötern aller Art angefallen zu werden. Deshalb. Um 11:30 Uhr haben wir eine Protestversammlung und deshalb wird ab 11 gestreikt. Verlangen Sie eine Gefahrenzulage? Naja, das auch. Aber vor allem fordern wir andersfarbige Uniformen. Denn es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Hunde besonders auf blaue Uniformen scharf sind. Und dann verlangen wir, dass da hier vom Dienstherrn dienstmäßig gestellt. Was ist denn das? Ein sogenannter automatischer Fänger, den die Gewerkschaft der Zustellbediensteten entwickelt hat. Ein mechanischer Kurzfrist-Aggressionsblocker, ist aber sauteuer, deshalb wünschen wir, dass der Dienstherr ihn dienstmäßig als Dienstausrüstung dienstlich stellt. Hier ist mein Ausweis. Ja, jetzt ist 11 Uhr. Sie haben zu lange herumgequatscht. Es tut mir leid. Haben wir auch noch ein Beweisstück. In flagranti, das wird die Kollegen freuen. Der Hund ist beschlagnahmt. Aber das können Sie doch nicht machen. Der Hund kann doch nichts.